Hallihallo da draußen an den elektronischen Abspielgeräten. Ihr seht jetzt hinter mir nicht die Donau, das ist der Main. Ich bin vor einer Viertelstunde in Karlstadt angekommen. Karlstadt heißt das Ding. Karlstadt ist eine kleine, schöne Stadt, 27 Kilometer nördlich von Würzburg. Da war ich vorhin noch, habe mir die Stadt angeguckt. Da kommen wir aber später noch dazu. Der Tag heute, wer ein bisschen auf Facebook geguckt hat, ging ordentlich in die Hosen. Ich bin heute Morgen um 7:45 gemütlich auf dem Fahrrad gesessen und schön losgefahren. Und morgen war es schön kühl übrigens, was sich im Laufe des Tages böse verändert hat. Und bin dann so 2 Stunden eigentlich mit einem ganz gemütlichen Tempo so durch die Gegend geradelt. Navigation hat alles wunderbar gepasst. Bin durch so ein kleines Tal gekommen und da hat es dann auf einmal Pling gemacht. Und dieses Pling war kein schönes Geräusch. Ich musste aber komischerweise sofort an Tim Beck denken. Tim Beck ist der Leiter der Radsportabteilung Laupheim, bevor jetzt heute Abend wieder irgendwelche vielen Menschen posten, nimm doch bitte das mit, nimm doch bitte das mit. Tim Beck hat meine Packliste vervollständigt und die 4 Punkte, die er mir aufgeschrieben hat, habe ich nicht in meine Packliste übertragen. Und die arbeite ich jetzt nach und nach ab. Mir hat es auf jeden Fall eine Speicher zerfatzt. Das hieß dann 3 Kilometer mit Flipflops bis zum nächsten Ort, wo eine Tankstelle war. Da habe ich dann einen freundlichen Transporterfahrer gefragt, der hat mich dann mit zum nächsten Radladen genommen und das war die Firma Zweirad Center Seifer in Weikersheim. Das heißt also, wir sind 12 Kilometer eigentlich abwärts oder weg von der Route gefahren. Die Familie Seifer war so freundlich und hat sich natürlich gleich um die Speichen gekümmert. Jetzt habe ich 3 Zusatzspeichen noch dabei und einen schicken Speichenschlüssel. Die nächste Speiche darf es aber nur fatzen. Da, wo ich auch Internetempfang habe, weil ich habe das noch nie gemacht, also ich sollte dann auf YouTube mal nachschauen, wie das geht. Das ganze Ding hat mich auf jeden Fall heute 2,5 Stunden Zeit gekostet. Ich bin dann in der Mittagshitze um 11:45 ungefähr wieder von Weikersheim losgefahren Richtung Würzburg. Da bin ich dann, ich glaube, um 2 irgendwann mal angekommen. Die Bilder waren jetzt so nach und nach ein bisschen eingeblendet von Würzburg. Würzburg ist eine hammerschöne Stadt. Ich bin unten an der Löwenbrücke rausgekommen. Sehr schickes Ding. Kann man auf der einen Seite weiterfahren, kommt man dann an die Friedensbrücke. Und da ist man dann schon mitten im touristischen Wahnsinn. Natürlich gerade brutal viel los. Diese Stadt gibt natürlich architektonisch auch unheimlich viel her. Was sehr, sehr nett ist, es gibt dann so ein Modell, wo blinde Menschen dann erfüllen können, wie die Friedensbrücke aufgebaut ist. Panorama natürlich sensationell. Stadtzentrum unheimlich schön. Dann an den Brückenenden hat es dann kleine Kneipen, wo man dann mittags schon gemütlichen einen Wein trinken kann, also die Weintrinker hier. Ich bin in Würzburg ein bisschen rumgeschlappt, habe noch gegessen und bin dann, wie gesagt, noch eine gemütliche, ja, ein bisschen mehr wie eine Stunde jetzt noch nach Karlstadt gefahren. In der Pension, wo ich gerade bin, da seht ihr jetzt die Aufnahmen, die ist sehr, sehr witzig, ist mitten in der Stadt, habe ich auch natürlich wieder ganz schlecht recherchiert. Da werde ich mich heute Abend noch ein bisschen umgucken und mich jetzt erstmal ein bisschen erholen, weil, ja, es war heute ordentlich Panade angesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es morgen wird. Morgen geht es ja nach Fulda. Da habe ich dann, sollte ich zeitnah dieses Mal kommen, weil ich habe ja wieder Interviewgespräche morgen. Und ich hoffe, dass morgen jetzt mal nichts schief geht. Also vielleicht noch Zombie-Attacken oder so. Aber eigentlich habe ich jetzt eine ganze Fahrradwerkstatt dabei. Wie dem auch sei, an euch schöne Grüße. Die nächsten 2-3 Tage werden auf jeden Fall bei dieser Hitze böse. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.
zurück.